Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 in Far Harbor. Nimm die verdammte Waffe runter. Ja, gerade frisch eingekommen. Und auch unser Nick ist wieder mit dabei. Spricht mit dem Begrüßungskomitee. Ja, das werden wir gleich mal machen. Okay, hier sieht es irgendwie komisch aus. Total düster. Schönes Fischerdorf. Alles klar, dann gehen wir die ganze Sache doch mal an. Hast du dich verirrt? Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Festlandbewohner glauben immer, sie wüssten es besser. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner, damit du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Ellen hat recht. Nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Tja, genau. Bin ich hier in Far Harbor? Wo bin ich hier? Also, vor langer Zeit war das mal eine Touristenstadt. Meine Leute leben seit Generationen hier und auf der Insel. Aber jetzt drängen sich alle auf den Docks und versuchen, einen weiteren Tag zu überleben. Wir haben hier einiges an Problemen. Du willst da aber nicht mitmachen, oder? Sie hat uns jetzt aber nicht wirklich gesagt, dass wir in Far Harbor sind, oder? Naja, wie immer diplomatisch rein. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kazumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Zumindest wissen wir, dass sie es bis hier geschafft hat. Verdammt, okay, Alarm. Da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel! Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm eine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir! Vorsicht am Rumpf! Fall bloß nicht runter! Wenn du runterfällst, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Und was ist jetzt, du Eule, du? Wir speichern mal lieber, bevor hier alles drunter und drüber geht. Die ist nämlich irgendwie nicht ganz die intelligenteste, so wie es mir erscheint. Ja, jetzt hängen wir. Mann, das gibt eine ganz andere Stimmung hier. Auf den Rumpf! Da draußen ist was! Alter! Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Das ist keine Übung! Was zum Teufel? Augen auf, Leute! Ja, das ist normaler. Öffnet das Tor! Ich hab hier draußen Verwundete! Seefahrerin? Keine Zeit! Sieh in den Nebel! Sie kommen! Schlinger! Mein Gott! Verteidigt euch! Macht euch bereit! Feuer frei! Okay. Was zum Henker? Wow! Und das geht gleich schon mal gut ab hier. Neue Monsterlines. Was jetzt auch noch Red-Kakerlaken? Alles in Ordnung? Oh, okay, hier unten ist alles tot. Es ist vorbei. Nein, Augen auf den Nebel, da kommt was. Da kommt jemand. Angler. Wow! Nochmal ein legendärer Schlinger. Ach, alles im grünen Bereich. Okay. Gut gemacht, alle. Öffnet das Tor!
Ja, dann gehen wir doch mal raus hier. Innereien. Jawohl. Wie schön ist denn das? Alter, Fischviecher. Krasse Fischviecher. Na, so wird man hier schön begrüßt. Ihhh, widerliches Viech. Ja, in Far Harbor ist es schön. Diese Lampen sehen alleine schon mal geil aus. So, was haben wir hier noch? Okay. Ja. Alter, und schon die erste neue Knarre. Glück, Radiumgewehr. Doppelter Schaden, Balkentreffer hier. Okay, 45er Munition. Das ist sehr nice. Das ist schon mal sehr geil. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Das waren die zwei legendären Viecher, die einfach hier hinten mal gestorben sind. Ja, cool ist scheiße. Na, Jared Gresham hat's leider erwischt. Fleischerhaken. Oh, ich glaube, das ist auch auch eine neue Waffe. Wir müssen uns gleich mal hier irgendwo dann eine Kiste oder sowas aufstellen, wo wir ein bisschen was drin lagern können. So, was haben wir hier noch? Patronen. Ja. Ja, leider hat es da fast niemand überlebt von den armen Leuten. Tja, aber gegen Sonic, ja, es war schon eine Übermacht. Was war das? Inspektoren-Outfit. Winterjacke und Jeans, nee, das brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Tischventi. So, gucken wir doch ganz kurz nochmal rein, was wir jetzt hier alles haben. Fleischerhaken, genau. Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber interessant wird halt hier wirklich zum Beispiel... Aufgepasst. Rede weiter. Hier ist mein Angebot. Diese Knarre, was wir da gefunden haben zum Beispiel. Hier, kriegst gleich mal einen Fleischerhaken. Das Ding ins rein. Radiumgewehr. Genau, und gleich mal den ganzen Mist hier noch. Ach, hier haben wir auch noch Zeug. Okay, das können wir dir eigentlich auch mal geben. Passt. Okay. Aha, nicht schlecht. Avery. Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Der Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Yeah. Geil. Mehr Geld, mehr Geld. Was ist der Nebel? Wo soll ich anfangen? Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinger, gedeihen. Fandest du schlimm, was Fahaba angegriffen hat? Da gibt es noch Schlimmeres. Juhu! Endlich neue üble Gegner. Haben wir mordsmäßig drauf gewartet. Wenn du trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Oder vielmehr störrisch. Ich hab genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Okay, Kinder des Atoms hier auch noch. Was sind denn diese Kinder des Atoms? Das sind religiöse Leute. Sie beten Atoms Macht an. Und das ist dann wohl Strahlung. Wenn du Einzelheiten willst, musst du sie finden und fragen. Wir hatten Frieden mit ihnen, bis ein gewisser Hitzkopf namens Alan Lee... Das reicht. Dieser Prediger kam nach Far Harbor und meinte, es wäre Atoms Wille, dass wir unser Land verloren haben. Dass es Atoms verdammter Wunsch war, dass wir so viele Angehörige und Freunde verloren haben. Und dass Atom uns von diesem Ort fegen würde. Wenn es nach mir ginge, würdest du hängen für das, was du Alan angetan hast.
Okay, anscheinend wurde er nicht sehr freundlich von ihm empfangen. Was hat er dem Prediger angetan? Alan hat die Waffe auf ihn gerichtet. Er sagt, der Prediger wollte seine ziehen. Wir haben keine Polizei, kein Gesetz, nur Sitten und die allgemeine Meinung. Und nach allem, was der Prediger gesagt hat, hätte es die Sache nur verschlimmert, wäre Alan was angetan worden. Und der Nebel des Grauens? Haben die Kinder den Nebel verschlimmert? Absolut nicht. Es gibt keinerlei Beweise. Geigerzähler lügen nicht, Avery. Der Nebel ist Jahr für Jahr gefährlicher geworden. Und jetzt bedeckt der Nebel die ganze Insel. Das ist passiert, nachdem die Kinder kamen. Du weißt genau, dass das schon mal passiert ist. Klar, man vermutet, dass die Kinder damit zu tun haben. Aber niemand, wirklich niemand, hat einen Beweis. Na, da ist doch gerade der Zufall so richtig gut, dass wir hier sind, oder? Können wir zum Geschäftlichen kommen? Tut mir leid. Deswegen, du bist wegen Kazumi hier, oder? Sie ging ins Landesinnere zur Sündzuflucht Arcadia. Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Ja, können wir gleich mal die Geschichte anhören. Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Er ist der beste Jäger der Insel. Furchtlos. Manche sagen, verrückt. Wenn jemand nach Arcadia muss, macht nur er das. Aber die Leute hier sind stur, eigensinnig und haben noch andere wenig schmeichelhafte Eigenschaften. Aber Longfellow hat selbst bei uns einen miesen Ruf. Ja, dann ist er natürlich ein super Fremdenführer für uns hier. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Frag Longfellow. Er ist als einziger dort gewesen. Okay. Ja, merci. Danke für die Information. Longfellow findest du eigentlich immer an der Bar. Im Last Plank. Und bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Danke. Waffen, Munition und Souvenirs. Nur solange der Vorrat reicht. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Nicht deine. So. Ja, wir haben hier ein paar neue Quests quasi reinbekommen. Ja, ich wollte doch nur helfen. Ey, Kumpel. Ich wollte nur helfen. Hilfe von anderen macht dich schwach. Man braucht sie mehr und mehr, bis man ohne sie verhungert. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Huh? Oder das Mal danach? Entweder kommen wir Harbor-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Wenn du handeln willst, dann mach das. Ansonsten verschwinde mit dem ersten Boot, das abfährt, bevor dich die Kinder des Atoms erwischen. Oder was Schlimmeres. Ja, Was hast du für ein Problem mit den Kindern des Atoms? Wir hätten die Bastarde umlegen sollen, als sie hier ankamen. Stattdessen haben wir sie bleiben lassen. Und sie haben aus ihrem Versteck den Nebel immer stärker gemacht. Stark genug, um uns aus unseren Siedlungen zu treiben. Immer weiter und weiter, bis wir alle im Ozean ertrinken. Ja, also, wenn ich ihr wärt, wäre ich schon lang auf dem Boot und ans Festland irgendwo gefahren. Kann man ja auch ein schönes Fischerdorf errichten. Nö, bleibt man auf einer alten, gammligen Insel. Hast du Beweise dafür, dass sie den Nebel verstärkt haben? Beweise? Wenn wir darauf warten, können wir uns auch gleich selbst erschießen. Zu Zeiten meines Vaters war der Nebel lästig. Etwas, das man meiden sollte. Jetzt wird er jeden Tag stärker. Er brennt wie das Feuer der Hölle. Und die Kinder sind schuld daran. Ja, das werden wir heute noch herausfinden. Ich denke noch darüber nach. Ah, okay. Achso, ja, Handeln. Bist du zum Handeln hier? Jo. Sag mal, was du da hast. Alles klar. So, und was hat er denn? Ein Anglerhut. Yeah. Müssen mal gucken, ob er... okay, Bärenfallen. Fischfänger. Naja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? What? Freund des Admirals. Schaden? Was eine Harpune? Okay, es wird lustig. Sonst ein Gehstock, ja, das kennen wir alle so. Wir haben noch nicht mal die Gleiskanone. Wenn jemand weiß, wo es die Gleiskanone gibt, immer her. Harpunen 129, Freund des Admirals. Könnten wir kaufen gerade, machen wir aber noch nicht.
Wobei das Ding ist sackenstark ist, aber... Na, ansonsten gibt es jetzt noch nichts Interessantes. Ja, es soll natürlich später schon ein bisschen deftigere Waffen geben. Was ist das Unterhebelgewehr? 45 bis 70. What? Ja, wir lassen uns da mal überraschen. Ansonsten hat er ja ein Radiumgewehr. Okay, jetzt sehen wir gerade so ein bisschen, was es gibt. Ein Baseball. Oh, Baseballschläger haben sie anscheinend auch ein bisschen interessanter noch gestaltet. Vielleicht kann man jetzt auch die Waffen ein bisschen besser verbessern. Zum Beispiel hier Plasma mit Brand. Okay. Genau, und so eine Knarre wollte ich eigentlich dem. Und zum Kumpel hier verpassen, die könnten wir eigentlich kaufen. Die können wir kaufen und hier mal dem lieben Valentine geben. Und noch ein bisschen Munition. Genau, das machen wir noch schnell. Was wollte ich denn eigentlich überhaupt hier? Munition, wir kaufen einfach schon mal jetzt Harpunen. Genau, und ansonsten, was haben wir hier noch? 5 mm. Ja, 556er, 10 mm, her damit, komm. 44er, 45er. Alter, ist ja gigantisch. 44er wären, glaube ich, nicht schlecht. So, was haben wir im Gegenzug dazu? Waffen? Nein, aber wir haben, glaube ich, noch Drogen und sowas. So, genau, können wir das hier mal alles verschachen. Schlingerinnereien. Oh, die sind gar nicht mal so günstig. Ach, die ganzen Stealth Boys. Stimpaks 480. Hoho, spinnig. Ah, hier, genau, Yaogai-Rippchen weg damit. Radaway Redex. Könnten wir eigentlich auch mal ein paar verkaufen. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Anglerfleisch, auch nicht schlecht. Ja, genau, hier Adictol, weg damit, komm. Verstrahltes Blut, was haben wir sonst noch? Diverses, nee, Schrott, Golduhr. Tschüss. Froschsatzmittel, nee. Munition brauchen wir. Ah, die Waffen. Ich bin halt wirklich verdammt geizig. Ich bin verdammt geizig. Das ist so ein minimal kleines Problem. Redaway. Nee, Redex. Passt. Wir kaufen das erstmal so ein. Cool. Aufgepasst. Mal sehen, was ich tun kann. Suchst du was? So. Er bekommt erstmal von uns hier die Dicke. Kannst du meinen ausrüsten, genau. Und dazu braucht er natürlich auch 44er Munition. Und da geben wir ihm mal 150 Schuss. Oder 160. Ich hoffe, er verballert die nicht so schnell. Mann, das sieht irgendwie ein bisschen jämmerlich aus. Okay. Ja, dann fragen wir uns mal ein bisschen durch. So, es wird auch schon Tag. Der Rumpf musste ordentlich was einstecken. Aber ohne dich wäre nichts mehr von ihm übrig. Man nennt mich die Seefahrerin, Schiffsbauerin, Handwerkerin und die Einzige, die Far Harbor über Wasser hält. Außer Captain Avery natürlich. Ja, dann genau, schön, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Ich hoffe, die Insel bringt dich nicht schnell um. Oder auch langsam. Du hast nicht zufällig Lust, mir zu helfen? Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, wenn du es schaffst. Ja, natürlich. Kein Problem. Ich helfe. Aber in der Gerberei Eagles Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Ja, Rumpfdurchbruch. Haben wir schon den ersten Auftrag. Nice, nice, nice. Können wir uns ja mal ein bisschen umgucken.
Beschützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und breit. Der Köderladen. Nur Alan hat genug Rückgrat, sich gegen die Kinder zu stellen. Ach, er ist sogar der Händler hier. Repariert werden. Er baut sich nicht von alleine. Ich brauche Holz, Stahl, Nägel und so. Niemand hat dich darum gebeten, die dumme Mauer zu bauen. Wenn du Material brauchst, weißt du, wie du es bekommst. Mit Kronkorken. Diese dumme Mauer hat euch blinde Passagiere am Leben gehalten. Sie und der Festlandbewohner. Der Festlandbewohner? Ja, aber doch. Bewohner und meine Waffen. Das hat uns am Leben gehalten. Du willst Vorräte? Pass auf. Wieso überlegst du dir nicht eine Lösung für die wahre Bedrohung? Lebt. Diese und bekloppten Kinder des Atoms. Also pass auf, was du sagst. Mist gebaut, Alan. Und jetzt willst du alles noch schlimmer machen. Sie leben noch, oder? Also habe ich noch eine Menge Arbeit vor mir. Vergiss es. Aber das ist noch nicht das Ende in der Sache. Sieht aber für mich ganz danach aus. Warst du in der Gerberei? Hast du meine Werkzeuge gefunden? Ach, noch nicht. Jetzt lass mir die Ruhe. Wo ist die andere jetzt? Brauchst du mehr Feuerkraft? Nein, ich wollte gerade eigentlich mit deiner Frau reden. Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Schau dich um. So. Siehst du, wozu das führt? Sind wir hier noch? Wenn du Krimskrams brauchst, bin ich dein Mann. Ja, genau, hören wir uns seine Geschichte auch an. Was ist deine Geschichte? Ich will nur ein paar Kronkorken verdienen. Apropos, willst du was kaufen? Ja, klar. Wir. Na dann mal los. Alter, der hat noch einen ganzen Sack voll. Hauptsächlich was zu futtern. Haarklammern, nee, Harpune. Ach, das ist so eine Harpune. Die kaufen wir gleich wieder ein. Ach, das ist eine neue Munitionsart. Kaliber 45-70. Kaliber 50? Was braucht Kaliber 50 bei uns? Okay. Gibt anscheinend doch ein paar heftigere Waffen hier noch. Was haben wir sonst noch? Reckon Marine Helm. Interessant. Sieht aber einfach nur aus wie ein normaler Kampfhelm hier mit Gasmaske. Naja, ich glaube, wir werden jetzt dann sowieso wieder... Ach, und hier auch der Todeskrallenhandschuh, den habe ich noch nie irgendwo gesehen. Todesschützenmelone. Wim? Oh mein Gott. Ja, es gibt anscheinend viel, viel, viel neues Zeug. Hier ein paar schöne neue Waffen. Rüstungen haben wir gerade nur einen Teil davon gesehen. Ansonsten, ja, wir werden da einfach mal ein bisschen durch randalieren und uns dementsprechend dann auch das ganze Zeug einfach so sammeln. Was kostet hier die 45er? Ne, 44er brauchen wir wieder. Ich muss mal meine sämtlichen Drogen irgendwann mal hier mit einpacken. Was haben wir hier noch? 5,56 möchte ich auch wieder alle eigentlich haben. 5 mm. Eigentlich auch. Das ist mal für die dicken Knarren später. Hier, komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz eigentlich? So. Cool. Kinder des Atoms wollen uns alle töten. Uns ins Meer treiben. Senna. Ja. Geh zu Alan. Ich habe keine Zeit für dich. Ja, das ist die beknackte Alte von unserem eifrigen Kinder des Atomshasser. Okay, hier machen wir aber das nächste Mal dann weiter. Ich hoffe, euch hat ja so der erste wirkliche Eindruck von Far Harbor gefallen. Ich find's geil, es bringt eine ganz andere Stimmung ins Spiel rein, neue Gegner, lauter neuen Stuff etc. Alles für die Gesundheit und den Magen. Ja, verdammt viel Inhalt soll es, glaube ich, geben. Die Map soll riesig sein. Alter, das ist gigantisch. Also für ein DLC. Okay, das DLC ist ein bisschen teurer als das Automaton-DLC, aber naja, was soll's. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut.